Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier bei Your Next Hotel. Mein Name ist Christopher und ich bin mal wieder für euch unterwegs. Und zwar in der Türkei, in Side, und darf euch heute das Fon Resort Golden Coast vorstellen. Ich bin total gespannt, was mich erwarten wird. Let's go! Und denkt natürlich auch daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank! Die Lobby ist wirklich etwas Außergewöhnliches, denn man hat hier an die Decke Lichtelemente gesetzt. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, was ich so zuvor noch nicht gesehen habe. Es erinnert mich auch ein bisschen an einen Nightclub und ja, etwas wirklich Einzigartiges. Ich möchte dir jetzt noch einen Überblick über die Hotelanlage geben. Und zwar kann man recht gut hinter mir das Hauptgebäude erkennen mit der wirklich beeindruckenden Lobby, und dort darunter liegt das Main Restaurant. Hier könnt ihr noch die Zimmer erkennen und dort darunter findet ihr Wellness, Spa und Gym. Dann hier in der Mitte zentriert ist das Coffeehaus, und lasst euch das auf keinen Fall entgehen, denn hier gibt es wirklich ausgezeichneten Kaffee. Dann habt ihr hier hinten noch die Theaterbühne mit wirklich tollen Entertainment. Hier oben gibt es dann noch den Food Court und dort darunter liegt die Poolbar. Und falls du gerade auf Hotelsuche sein solltest, dann schau doch gerne mal meine YouTube-Kanalseite durch. Vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch Hotel, das dann letztlich dein nächstes sein könnte. Und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich und meinen YouTube-Kanal abonniert. Vielen Dank! Hinter mir lässt sich recht gut die Hotelanlage erkennen, sowie der Pool. Und ich befinde mich eine Ebene weiter höher und hier ist der Food Court und hier gibt es tagsüber Pommes, Pizza oder auch Burger. Ich möchte euch jetzt noch sehr gerne mein Zimmer zeigen, und zwar bin ich im Fon Resort Elite. Das ist das Schwester- und Nachbarhotel des Fon Resort Golden Coast. Und die Zimmer sind relativ ähnlich, aber es gibt einfach unterschiedliche Stile. Welches war es denn jetzt? Das oder das? Achso, upsi. Ja, wir haben hier wirklich ein schönes, helles, lichtdurchflutetes Zimmer mit einem großen King-Size-Bett, einem Single-Bett. Und was mir ganz toll gefällt, ist die Deckenhöhe, da wir uns im Dachgeschoss befinden. Dann gibt es hier einmal eine Kaffee- und Teestation. Wir haben einen TV sowie eine Minibar, die bei All-Inclusive mit inkludiert ist. Es gibt Softgetränke und sogar auch Bier und natürlich Wasser. Dann haben wir eine Kofferablegestation sowie einen sehr großen Kleiderschrank mit einem Ganzkörperspiegel, und der Safe ist darin enthalten. Und jetzt zeige ich euch noch das Badezimmer. Und zwar haben wir hier ein Waschbecken mit viel Ablagefläche. Es gibt Beauty-Utensilien, ein WC, ein Föhn natürlich und eine sehr große bodengleiche Dusche. Und jetzt zeige ich euch noch den Ausblick vom Balkon. Hier gibt es ebenfalls nochmal zwei Stühle, einen Tisch, und dann blicken wir hier auf die Poollandschaft hinaus. Ich möchte dir jetzt noch einen Überblick geben über die drei Fon Resort Hotels. Und zwar lässt sich das recht gut auf dieser Karte zeigen. Wir haben hier einmal das Fon Resort Golden Beach mit 652 Zimmern. Des Weiteren ist hier integriert der Aquapark. Alle Gäste aus allen drei Hotels haben die Möglichkeit, diesen Aquapark zu nutzen. Dann haben wir hier unten am Strand das Fon Resort Golden Coast. Hier warten auf dich 404 Zimmer. Und hier unten liegend gibt es dann das Fon Resort Elite. Hier warten auf dich 180 Zimmer. Dieser Pool hier vom Elite sowie das Main Restaurant ist auch nur für die Elite-Gäste vorgesehen. Die Elite-Gäste haben aber dennoch die Möglichkeit, die gesamte Anlage vom Golden Coast mitzunutzen. Gemeinsam geteilt wird sich dann wieder der Strand, und es wurde ein Steg ins Meer hinausgebaut
Genau. Zwischen dem Pool und dem Strand hat man hier eine wirklich tolle Gartenanlage. Hier ist es ein bisschen ruhiger, es gibt überall Sitzmöglichkeiten, es ist palmengesäumt und dann findet man hier gleich drüben eine Tischtennis-Area und einen Kakteengarten sowie das Gösslimme-Haus. Der Strandabschnitt von den drei von Ressorts Hotels ist wirklich traumhaft schön. Es ist ein feiner Sandstrand und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr unter einem festen Sonnenschutz liegen wollt oder auch unter Sonnenschirme. Und des Weiteren ist das Meer leicht flach abfallend, das heißt, der Zugang dazu ist wirklich sehr angenehm. Und was mir wirklich extrem gut an diesem Hotel gefällt, ist dieser Steg, den man hier ins Meer hinausgebaut hat. Denn es ist nicht nur ein Steg, von dem ihr einfach ins Wasser jumpen könnt, sondern man hat hier eine Bar mit integriert. Das heißt, ihr bekommt immer erfrischende Getränke. Und das ganz Tolle ist, hier an der Seite gibt es verschiedene Pavillons, die könnt ihr euch buchen und könnt wirklich euren Traumurlaub in vollen Zügen genießen. Tagsüber bekommt ihr an der Beachbar Tamarix kulinarische Verwöhnung und abends ist das hier gleichzeitig das à la carte Restaurant Beluga, in dem Fisch serviert wird. Und das alles bei diesem unverwechselbaren Blick direkt aufs offene Meer hinaus. An dieser Stelle habe ich nur noch etwas für dich. Und zwar, um dich bei deiner Buchung zu unterstützen, packe ich dir sehr gerne einen Buchungslink in die Videobeschreibung. Du hast die Möglichkeit, dieses Hotel oder auch irgendein anderes Hotel deiner Wahl als Pauschalreise oder auch nur das Hotel zu buchen. Ich möchte betonen, dir entstehen hierbei keinerlei Zusatzkosten, aber du könntest mich als deinen YouTube-Creator unterstützen. Vielen, vielen Dank. Für reichlich Wasserspaß ist natürlich auch gesorgt. Es gibt insgesamt 13 verschiedene Rutschen. 9 findet ihr hier für Erwachsene. Und unterhalb der Rutschen findet ihr die Snackbar. Und hier gibt es tagsüber immer was zum Trinken und auch natürlich zum Essen. Für euch Kleinen gibt es aber natürlich auch noch Wasserrutschen. Und zwar findet ihr hinten gleich 4 Wasserrutschen. Und es gibt hier noch einen eigenen separaten Pool. Wer kulinarische Verwöhnung der Spitzenklasse sucht, der ist hier genau richtig. Denn dieses Hotel hat unglaubliche 7 à la carte Restaurants. Und ihr könnt euch entscheiden zwischen einem Steakhouse. Des Weiteren gibt es auch chinesische Küche oder auch mediterran, italienisch, sowie Fischgerichte. Und ihr habt noch die Möglichkeit, euch zwischen 2 türkischen à la carte Restaurants zu entscheiden. Das Hauptrestaurant hier im Von Ressort Golden Coast ist wirklich sehr schön gestaltet. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Raum sehr verwinkelt ist. Es gibt überall Trennelemente und verschiedene Sitzkojen und dadurch wirkt der Raum einfach nicht ganz so groß.
Zudem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr vom Fondsressort Elite kommt, hier ebenfalls zu dinieren. Im Spa und Wellness könnt ihr es euch gut gehen lassen und ganz besonders hat mir gefallen der Indoor-Pool, denn der ist wie in so einem Gewächshaus und ihr habt immer den Blick nach draußen ins schöne Grüne. Das Fitnessstudio lässt wirklich keinerlei Wünsche offen. Ihr habt hier einen Turm für individuelle Übungen, Freihanteln oder auch Laufbänder und das alles mit Ausblick in den wunderschön angelegten Garten. Alle Shopping-Begeisterten unter euch, ihr habt es gar nicht weit, denn direkt unterhalb der Lobby, wo ich mich gerade befinde, könnt ihr euch auspowern und könnt definitiv eurer Einkaufslust nachgehen. Des Weiteren findet sich hier ein Friseur sowie der Irish Pub und es gibt hier noch ein hauseigenes Gaming Center. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch sehr gerne einen Daumen und einen Kommentar. Und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich und meinen Kanal abonniert. Und freut euch auf noch ganz, ganz viele weitere Videos hier bei Your Next Hotel. Ciao!